Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute mit Themen zu Tesla, aber auch für die gesamte Elektromobilität. Und wenn du einen Tesla bekommst demnächst oder schon vielleicht eine VIN-Nummer hast oder einen Tesla bereits besitzt, 5 Produkte auswählen über die Links in der Beschreibung und du bekommst 15% Rabatt. Und wenn nach den 15% noch 330 Euro übrig sind, bekommst du sogar einen Jahreskalender in Zusammenarbeit mit Tesla Mac und Tesla Supply umsonst dazu. Starten wir rein zum Thema Nachhaltigkeit. Gutes Beispiel ist ja hier, wir sehen den Export aus China. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Thema, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ob man möchte, dass ein Auto quer durch die Welt verschifft wird. In diesem Moment gibt es da tatsächlich keine Alternative, wenn man ein Model 3 oder Model Y je nach Konfiguration haben möchte. Aber deswegen ist es ja auch so, dass ich langfristig sage, dass es ein Muss ist, dass die gesamte europäische Kundschaft tatsächlich dann auch ein Auto aus Europa bekommt, in diesem Fall Deutschland, vielleicht zukünftig auch aus einer anderen Fabrik in Europa. Und wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, und da kommt ja natürlich auch die gesamte Lieferkette, auch das Thema, mit welchem Strom wird produziert etc., da ist es so, dass trotz des genauen Hinschauens der gesamten Lieferkette, das Elektroauto einfach viel weniger Emissionen verbraucht. Interessant ist, dass wir natürlich hier sehen, dass im chinesischen Bereich dieser Unterschied nicht allzu groß ist, in Europa größer. Und natürlich gibt es viele Wege, wie man das Elektroauto noch nachhaltiger machen kann in der Zukunft. Und viele Themen sind zum Beispiel auch das Recycling von den Batterien und natürlich die lokale Produktion und somit nicht mehr das Verschiffen quer durch die ganze Welt. Damit sind kürzere Distanzen hinzulegen, dann natürlich das nachhaltige Produzieren in Bezug auf welche Energie wird benutzt. Aber das ist das Interessante an der Elektromobilität. An diesen ganzen Themen wird ja gearbeitet, auch wenn sie noch nicht perfekt funktionieren. Das darf man natürlich immer nicht vergessen. Beim Verbrennerauto ist ja gar kein Thema. Verbrennerfahrer nehmen gerne immer als Argument, was tatsächlich der Footprint von ihrem Auto ist, aber ignorieren immer gerne, was alles dann davor passiert. Und natürlich auch beim Thema Strom wissen wir in Deutschland, dass natürlich nicht jeder 100% aus erneuerbaren Energien vielleicht sein Auto lädt. Noch nicht, aber es wird vielleicht irgendwann passieren. Und beim Verbrenner wird eben halt sehr, sehr gerne ignoriert, was ist denn da die ganze Lieferkette, wenn es um das Öl geht, wenn es um das Thema Produktion geht und was passiert mit den ganzen Autos und den Dingen, die in den Autos sind, wenn das Auto irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Auch wissen wir natürlich, dass ein Elektroauto von der Nachhaltigkeit, also auch von der Möglichkeit, wie lange man es fahren kann und der Funktionalität am Ende des Tages einem Verbrenner einfach überlegen ist. Und somit wird diese Diskussion sicherlich nicht weiter abnehmen, aber solche Sachen wie eine Batterieproduktion hier in Deutschland ist ein weiterer Schritt, um dann eben halt nicht Batteriepakete quer durch die Welt zu verschiffen. Und das sind ja Dinge, die dann immer ein Stückchen mehr zu einer nachhaltigen Produktion, ein Stückchen mehr zu wenigen Emissionen dann entsprechend führt. Ein weiteres Thema ist auch die Garantie. Wir wissen ja alle, man hat eine Garantie auf ein Auto und wenn entsprechend etwas nicht funktioniert oder etwas kaputt geht, hat man in diesem Zeitraum die Möglichkeit natürlich, diesen Garantieanspruch sich zu holen. Interessant ist, wie viele Leute müssen dieses überhaupt machen. Bei Tesla sind es zwischen 2020 und 2021 genau 1,1% gewesen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel VW, waren es 2020 5,3%, das ist auch noch gesunken. Tesla ist hier tatsächlich sehr, sehr niedrig. Es gibt noch einige chinesische Autobauer, die tatsächlich noch niedriger sind. Das muss man aber natürlich auch mal im Kontext sehen zur gesamten Produktion. Dann gibt es noch ein kleines Update. Es ist noch nicht sicher, wann es kommen wird. Auf jeden Fall geht es hier um das Thema Telefonieren, denn wenn man zum Beispiel in das Auto einsteckt und man ist am Telefon selber, dann soll man in Zukunft die Möglichkeit haben, diesen Anruf auf das Auto zu transferieren. Und andersrum genau das Gleiche, wenn ich jetzt im Auto sitze und ich rede über die Speaker vom Auto und ich steige aus dem Auto aus, dann möchte ich ja, dass der Anruf auch wieder auf mein Handy zurückgeht, damit ich am Handy weiter telefonieren kann. Und dieses soll jetzt dann auch bald möglich sein und sicherlich eine Funktion, die einfach überfällig ist.
Ja, wir sprechen über Nachhaltigkeit. Da ist natürlich auch die Frage, wie werden die ganzen Rohstoffe, die ganzen Materialien, die für die Batterien benutzt werden, auch verarbeitet? Wer verarbeitet die? Wo kommen die ganzen Sachen her? Und dieser ganze Kreislauf des Wiederverwertens der Rohstoffe, das ist auch noch etwas, was erst gerade beginnt. Tesla möchte hier in Texas auch noch mal eine Raffinerie selber bauen. Da gibt es tatsächlich auch schon Gespräche über ein Volumen von 365 Millionen Dollar. Da geht es natürlich erstens über die Kontrolle der gesamten Lieferkette. Das ist natürlich der erste Anspruch. Aber natürlich auch die Möglichkeit, das lokal zu produzieren. Und das ist eben halt auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte die Elektromobilität nicht schönreden im Sinne von, dass alles perfekt ist, das bitte nicht missverstehen. Es gibt viele, viele Dinge, an denen wir noch arbeiten können, damit es noch überlegener zum Verbrenner wird. Was auch interessant ist, ist der Status quo, wenn man rein finanziell sich das anschaut. Tesla oben in allen Bereichen, ob es die Schulden sind, die Equity ist oder der Umsatz ist oder der Gesamtscore, wenn es hier entsprechend Bewertungen im Finanziellen gibt, ist einfach Tesla in Bezug auf diese Parameter unschlagbar, ist hier auf dem Niveau mit Google, was einfach einmalig ist. Und ganz unten seht ihr auch die Bewertungsskala für die deutschen Autounternehmen, aber auch Toyota, Ford, GM, Stellantis. Und man sieht eines, was viele nicht erwähnen, dass diese großen Unternehmen auch sehr viele Schulden haben. Auch wenn hier bei Volkswagen natürlich immer argumentiert wird, dass es natürlich auch noch eine Kredite gibt, die in diese Schulden mit einfließen, also Autokredite. Das ist vollkommen richtig, aber selbst wenn man das rausnehmen würde, sind einige Unternehmen tatsächlich sehr hoch verschuldet. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist bei Tesla eben halt zurzeit nicht der Fall. Dann schauen wir noch auf die Produktion im Oktober. Wir sehen hier auch nochmal ganz klar die Differenz zwischen dem Tesla Model 3 bei 32.000 Autos produziert und dem Tesla Model Y mit 55.000. Da sieht man einfach mal, wo der Fokus leider für die Model 3-Besteller in diesem Falle zurzeit hingeht. Dann haben wir noch die Grand Halifax. Das sollte ein weiteres Schiff sein, welches auch Autos für uns deutsche Kunden hat. Also das ist auch eine gute Nachricht, genauso wie ja die Poseidon. Die Glovis Sun an sich sollte eigentlich keine deutschen Autos haben. Da müssen wir aber nochmal abwarten, ob sich das in der Zwischenzeit geändert hat. Aber basierend auf meinen Infos ist hier kein deutsches Auto drauf. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Und es ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, wenn es um die Nachhaltigkeit geht der Elektromobilität. Und natürlich, welche Aspekte werden als nachhaltig wirklich gesehen, welche Energiequellen etc. Und da würde ich natürlich gerne auch mal deine Meinung hören. Wenn du solche etwas allgemeineren Themen nicht nur auf Tesla bezogen magst, lass mir gerne mal ein Feedback da. Das würde mich sehr interessieren. Bis dann und einen schönen Tag wünsche ich dir.